Hallo und herzlich willkommen hier bei Let's Play Dragon Age Inquisition mit dem Crazy Eddie auf Steel Gaming. Jetzt wollen wir mal hier so langsam mal die Türme erobern, beziehungsweise errichten, wie auch immer, Türme bauen. Damit wir hier so mal ein bisschen langsam vorwärts kommen in der Geschichte, dass wir hier die Hinterlande befreien und generell so die Hinterlande sicherer machen. Ist schon beeindruckend, was das Spiel so kann, also muss ich mal ganz ehrlich sagen. Vor allem ist es wieder schön, mit den Gefährten rumzulatschen, auch wenn es zwei sind, die sich noch nicht kennen, aber... Das Feuer hat aufgehört. Ich seh dich, Scherbe. Ich weiß, wo du bist. Könnte die Inquisition herausfinden, was genau diese Objekte sind. Sag nicht sowas. Das war ja der ursprüngliche Plan, Dude. Wo muss ich denn dahin? Da oben? Mal, jetzt holen wir erstmal die Elfenwurzel hier. Dann machen wir den Wegpunkt weg. Da ist irgendwo noch eine Scherbe. Oh, hier sind wir, ja, klasse. Scherbe! Eine Elfenwurzel. Noch eine Elfenwurzel. Muss ich mir langsam genug haben. Schnipp, schnipp, schnipp. Und den Ort kennzeichnen. Toll. So, Wachturmstandorte gekennzeichnet. Hoppala. Kurz mal eben der andere. Oh. Na, holen wir uns die Sehenswürdigkeit auch noch. Was ist das? Bitt? Prinz von Tyra. Hier müsste auch noch irgendwo eine Scherbe rumgammeln. Die Lichter sehe ich. Ja, danke. Sind wir schon wieder im Hexenwald. Gib mir Eisen. Da. Der muss in die Richtung sein, der Typ. Ist links von mir. Das hier? Ach so, das macht Sinn. Ich brauche noch ein oder zwei Widder. Da oben? Nee. Direkt hier vor mir. Jawoll! Die Strahlaxaler. Ja, ich weiß. Geh mir nicht immer auf den Sack. So, jetzt nochmal. Da ist er eingefroren. Was ist das? Magierversteck. Ja, ich denke, das könnten wir auch noch direkt ausräuchern, wenn wir da sowieso durch müssen. Also, wie das aussieht. Wisst ihr was? Da schluckt nochmal jeder hier so einen Trank. Ich brauche das nicht so wirklich. Ich steuere mich ja eigentlich immer selbst. Danke. So. War ich hier nicht neulich schon? Das kommt mir alles sehr bekannt vor. Ja, das hatte ich schon entdeckt. Da lang. Und zwar hier durch. Irgendwie. Quasi so noch geradeaus. Hey. Oh. Was? Moment. Ich muss erst die Truhe plündern. Vergebt mir. Seelenengelstab. Interessant. Eine schwere Abenteuerrüstung haben wir auch noch gekriegt. Hoppala, das war die falsche Attacke. Jawohl. Wenn das mal kein Collateral Damage ist, dann weiß ich auch nicht. Oh, hallo.
Außer das, kritischer Schaden. Ach ja, wenn... Stufe 5 erreicht, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Hauptmanns Langschwert, okay. Oh Gott. Genau, so. Wo muss ich denn jetzt hier lang? Ich müsste eigentlich ja tatsächlich da durch, ne? Schlucht der verbrannten Männer. Ja, klingt ja wieder sehr super. Stimmt soweit. Da sind Feinde. Na komm, Elektrizität, genau. Okay. Und nicht den Bison angreifen. Ach, das ist der. Folgt der uns jetzt? Ach, was soll denn der Bullshit? Ich hab doch keine Ahnung, wo der hingeht. Warte mal, Moment, der muss doch irgendwo hier. Ja, im Prinzip müssen wir tatsächlich dahin. Ja, dann kann er uns ja einfach folgen. Ja, toll, ein Riss. Oh nein, also ich weiß, welcher Riss das ist. Da wollte ich jetzt nicht hin. Das war der, wo wir vorhin abgekratzt sind. Nee, hier gehen wir nicht hin. Nee, abgelehnt. Also wir gehen jetzt hier wieder hoch und dann... Wo ist der Biesend? Ach, komm schon. Jetzt haben wir eigentlich das Viech, ist so doof uns zu folgen. Ja, Schlucht der verbrannten Männer. Fick die Schlucht der verbrannten Männer. Nein, das Viech ist einfach nur dämlich und langsam. Nack. Oh, scheiß Nagetier. Komm. Komm, Kleiner. Komm. Komm. Kommt er uns hinterher? Jawohl. Ist halt die Frage, was passiert, wenn wir vorrennen? Müssen wir dann auf ihn warten oder bleibt dann irgendwann stehen? Ich weiß auch schon, wie die Folge heißt. Bison Sitter. Ja, ich wollte gerade sagen. Komm. Weh, du bist wasserscheu, ich sag's dir. Na ja, gut, sehr schön. Freunde mitkommen, nicht einfach. Nein. Mitkommen. So. Jetzt warten wir hier. Auf den Biesend. Was? Platsch? Also, ich hoffe, der kommt. Ah, okay, wir plündern. Kommt das denn her? Speerrüstung, mittelschwer. Ja, cool. Nimm das. Das ist die Rache der Strafe dafür.
Hey, hey, hey. Hey, Bisant, komm, komm. Spindelkraut nehmen wir auch noch mit. Ich weiß noch nicht wofür, aber wir machen es einfach. Nein, 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 die können wir noch nicht machen. Die sind viel zu stark für uns. Komm, Bisant. Komm, Bisi, 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 Bisi. Es ist doch schon mal was. Irgendwo da oben muss ich den hinbringen. Da ist das Lager, da hinten sind die Höfe, ja, dann... Boah, schneller! Naja, erfolgt auf jeden Fall. Es gibt nichts zu berichten, Sir. Finde ich gut. Da hinten kommt er, ja. Es wird auch Zeit. Ich bin doch kein Babysitter. Also das ist nicht für die. Komm, Bisi, 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 Bisi. Weil es Wegfindungsstörungen, hä? Na, da bleibt einfach stehen. Hey! Hey! Komm! Hm? Der hat keinen Bock mehr. Der will nicht mehr weiter. Ja, selbst schuld. Dann mache ich jetzt mal eben hier die Wachtürme. Aha, da läuft er. Kick meiner schon. Komm, dann bringen wir dich erst zurück. Bringen wir dich erst zu Herrchen, dann mache ich die Wachtürme. Meine Fresse. Was zur Hölle? Wieso bleibst du nur stehen? Nicht? Wo muss ich denn da oben hin? Ach da. Hier irgendwo liegt eine Scherbe. Ach, Bisant, halt's Maul. Ort kennzeichnen, hier nimm. Dann, ach, Wegpunkt ist weg. Interessant. Hey, hey, hier geblieben. Hallo, hier unten. Ne? Mein Gott. Ist ja schlimm. In der Zwischenzeit können wir mal kurz rasten. Nicht zu berichten, Sir. Ja, ich weiß. Einmal aufgerüstet, Vorräte aufgestockt. Und der Bisant hat sich schon wieder... Huch. Achso, ich hänge fest. Sagen, was ist jetzt los? Ja, komm! Welch unverantwortliche Verwendung von Magie. Die Magier hier sind kaum mehr als Tiere. Ja, das wissen wir. Hör auf, dich zu schütteln, komm mit. Du bist ein Bisant, du hast doch keine Angst vor Wasser. Blödes Mistviech. Ne, bewegt sich nicht, ne? Kein Bock jetzt. Kein Nerv mehr drauf.
Und eine Elfenwurzel. Komm, hör mal mit. Aha, guck mal, schau, jetzt kommt er. Wie weit muss ich denn da weg? Ach du Scheiße, ne, da versuche ich jetzt erstmal den Biesent hier. Wo ist er denn? Da hinten. Was versucht der denn da? Oh Mann. Kommt der da nicht weiter oder ist mit dem nicht in Ordnung? Ja, komm mit hier. Oh Gott, ist er tief. Hallo, Biesent. Ich wollte gerade sagen. Komm mit. Hallo, hier. Sag mal, was ist mit dir nicht in Ordnung, Viech? Hey. Dann nicht. Na, jetzt bewegt er sich wieder. Ja, aber wohin? Oh, ist doch nicht deren Ernst. Hier, komm mit, komm, komm hier. Nicht stehen bleiben, mitkommen. Ja, vielleicht wäre es besser, ganz über Land zu machen, nicht diesen komischen Wassergraben-Zeugs. Na gut, so hoch springen kann ich dann auch wieder nicht. Na komm. Wo sind die Wiesens? Huch, jetzt habe ich ihn wieder verloren. Alter, ich schwöre dir. Blödes Rindvieh. Auf welche Weide soll ich denn überhaupt bringen? Ist denn mit der Wegführung nicht in Ordnung? Da, da ist die Herde. Gut, jetzt komm hier hin, mitkommen. Na los. Komm, 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 komm. Welchen Bauern? Ihn da? Tatsächlich. Vielen Dank, dass ihr sie aufgespürt habt. Ich werde dafür sorgen, dass so etwas nie wieder passiert. Du und deine starken Holzmauern. Danke nochmal. Hm, toll. So, Wachturmstandorte. Ich hab nichts Schlimmeres als Begleiterquests. Außer Sammelquests. Also kommt drauf an, was das für ein Begleiterquest ist. Wenn ich einen Scharfschützen spielen muss, der einen Typen abmetzelt, während der andere da durchrennt, ist das okay. Außer er macht das alleine. Und ich muss nur gucken, wo ich dann den Typen abmurkse. Und hier müsste es sein. Jawohl.
Am Kartentisch? Ich habe einen Kartentisch? Moment, ich habe mal... Die Wegkreuzung. Genau, da gehe ich jetzt nochmal hin, weil ein Paket ist. Und dann schauen wir mal. Ich glaube, dann war es das auch erstmal. Müssen wir mal gucken. Warte, wir sind drauf gestiegen. Haha. Blitz. Was kann ich denn da machen? Magieresistenz minus 2, okay. Stromleiter. Je mehr magische Energie du aufwendest, desto höheren Schaden verursacht der Zauber. Blitz. Da fuck. 200% des Waffenschadens. Lähmungsdauer 2 Sekunden pro nahem Gegner. Okay, was ist das? Statische Auflösung. Während du den Zauberweg gehst. Ah, das ist eine Rüstung. Okay, aufziehender Sturm. Interessant, passiv, Sturmbote. Boah. Zufälliger Zauber. Der einfach da ist, macht 300% Waffenschaden, Alter. Okay, gucken wir mal, was hier Feuer so geht. Was haben wir hier noch? Flächenbrand. Oh. Oh. Machen wir noch den. Ah. Ja, mach mal. Oh, okay. Taktiken, Attribute. Okay. Ach, das sind momentan meine Attribute. Das ist eine ganze Menge. Verhalten. Ah, okay. Ja, da sind die Taktiken. Okay, gut. Da muss ich mir mal näher auseinandersetzen, wenn wir hier soweit sind, weil das sieht anders aus als in Origins. In 2 habe ich das gar nicht gemacht, da waren die Taktiken so gut eingestellt. Konnte man so nehmen. Also das heißt, ich kann jetzt hier alles fertig machen und dann, ja, später, wenn ich dann wieder am Kartentisch bin, alles aktivieren oder wie? Weil ich habe jetzt keinen Bock, zwischen hier und dem anderen da durch die Gegend zu reisen. Haven heißt das ja, das Dorf. Sehen wir uns mal um. Ein Witter. Einer weniger. Da ist noch eine Plünderungstruhe. So, jetzt kriegen wir hier noch Fleisch von dir. Wie viel fehlen uns dann noch? Einer. Cool. Aber jetzt Ruhe hier plündern. Schwerer Dolch. Und hier ist ein Paket. Was bist denn du? Ein Bär! Kann ich noch nicht machen, schade. Okay, das wirkt. Feuer wirkt. Oh, Cassandra! Ja, ich hätte den Feuerstab behalten sollen. Aber Feuer wirkt gut gegen ihn. Können wir mal einen Schock haben, dann. Jawohl! Ich
Hoffe, dafür kriegen wir jetzt auch irgendwas. Nichts? Der hat nichts fallen gelassen? Das muss ja hier irgendwo sein. Das ist das doch da, oder nicht? Aha! 208 Gold und ein Katerharnisch für Schurke. Das klingt nach Varric. Oh, nee, das wollte ich gar nicht. Ein bisschen Einfluss erhalten. Was kommt jetzt noch? Krieg ich Macht? Nee. Was ist das? Astarium, das hatten wir schon, ne? Ja. Ja, im Prinzip sind hier noch jede Menge Schlüssel. Ach du Scheiße. Was ist das? Strahlaxt. Ja, ist die Frage, wo gehen wir jetzt am besten lang? Wir machen eine Schnellreise hier hin. Und dann holen wir uns das andere Lager. Ja, genau. Dann holen wir uns das andere Lager. So, das andere Lager ist da. Zwei Lager fehlen uns noch in den Randgebieten. Die werden wir uns auch hier holen. Ja, schon praktisch, dass bei der Schnellreise dann alles aufgefüllt wird. Man wird geheilt. Man kriegt seine Materialien wieder. Man findet eine Truhe. Wo kommen die jetzt herkam? Haube des Inquisitors? Das ist ein Helm? Echt? Und Kunari-Streitaxt. Na schön. Ach, mir fällt ein, ich habe unsere anderen Leute gar nicht aufgewertet. So, Soulless. Du kannst ruhig bei Geist bleiben. Kann ich das hier auch irgendwie. Ach, so kann ich das verschieben. Schutzgeist. Was hat denn der jetzt gekriegt? Geistschlag. Geistschlag hört sich gut an. Geistschlag kann er ruhig nehmen. So, dann Cassandra hat einen verfügbaren Fertigkeitenpunkt. Bleibt auch erstmal da. So, dann kriegt die das da. Jetzt haben wir Varric. Da der ja nicht in den Nahkampf geht. So. Ja, ich höre sie. Die Randgebiete. Mal ruf. Dahinter? Cassandra aus dem Weg. Lass mich hoch da. Und eine Scherbe gefunden. Jawohl. Königliche Elfenwurzel. Ja, das ist doch nicht schlecht. Und eine normale Elfenwurzel. Schnipp, schnipp. Da. Also mal gucken, wie wir jetzt da hochkommen. Wo wir noch dabei sind. Elfenwurzel. Schon lange nicht mehr gefunden. Hier geht ein Weg hoch. Ja, das ist gut. Jetzt bräuchte ich eigentlich nur noch einen Widder. Dann haben wir da mit dem Hunger. Oh. Komm, zur Wegeruf. Die Typen haben keine Chance. So, damit hat sich das nämlich auch erledigt mit diesem Auftrag. Bringt dem Jäger das Widderfleisch. Ja, machen wir, sobald es möglich ist. Hallo Widder. Jetzt wollen wir nichts mehr von euch. Da ist eine Quest, ja, das ist schön für die Quest. Du da?
Besorgter Speer, ja? Erzähl mir doch was. Entschuldigt bitte. Ja. Habt ihr vielleicht noch eine andere Speerin der Inquisition gesehen? Eine Elfin namens Ritz? Nee, bisher nicht. Aber sag mal. Ihr sagtet, eure Freundin habe sich nicht zurückgemeldet? Sie sollte sich einige Abtrünnige näher ansehen. Ich würde ja nach ihr suchen, aber ich bin im Dienst. Okay, dann tschüss. Wir unterhalten uns später. Er sagt gar nichts. Und wieder ein Widder. Wieder ein Widder. Dies ja. Wäre ein guter Ort, um zu lagern. Ja, erstmal möchte ich hier in diesen Turm gucken. Gut. Dann war hier noch irgendwo eine Elfenwurzel, habe ich gesehen. Da. So. Ein Lager ausschlagen. Es gibt nichts zu berichten, Sir. Macht plus eins. Jawohl. So, da, was habt ihr denn vor? Dann hätten wir das jetzt auch geklärt. Und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, Let's Play Dragon Age Inquisition mit mir, dem Crazy Eddie. Bis dahin, auf bald. Tschüss. Hey Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst einen Kommentar da, einen Daumen, Like, Abo, wie auch immer ihr es haben wollt. Links seht ihr die vorherige Folge, rechts die nächste Folge. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dahin, euer Crazy. Tschüss.